Woran liegt es eigentlich, dass manche Unternehmen erfolgreicher sind? Und was vielleicht sogar noch wichtiger ist, woran liegt es, dass manche Menschen scheinbar glücklicher oder ein erfüllteres Leben leben als andere? Darum geht es in diesem Video. Vor ein paar Tagen durfte ich Zeuge werden eines wirklich interessanten Gesprächs. So, zwei Menschen haben sich ein bisschen in die Wolle bekommen und irgendwann das Ganze schaukelt sich nach oben. Und dann sagt der eine, das sind einfach die Fakten, das ist nun mal Realität. Und du kannst ja denken, damit war das Gespräch nicht abgeschlossen, weil der andere hat gesagt, Teufel ist das, so ist es nicht. Dann habe ich darüber nachgedacht, was ist eine Realität eigentlich? Realität ist was ganz Faszinierendes. Realität ist nämlich hochgradig relativ. Wir Menschen bilden uns ein, dass wir in der Lage wären, Realität wahrzunehmen oder abzubilden. Und das, kann ich hier an dieser Stelle schon mal sagen, ist ein völliger Schmarrn. Du siehst wahrscheinlich, ich laufe hier gerade durch so ein winterliches, ziemlich kühles Berlin. Also vor Weihnachtszeit gerade, ich weiß ja nicht, wann du dieses Video schaust, deswegen erzähle ich dir das gerade. Es ist Mitte Dezember oder Anfang Dezember und es ist ziemlich kalt. Und so diese Situation, Dezember 2020, bietet echt genügend Anlass, depressiv zu werden. Ja, wir haben einen Lockdown, wir haben ein Scheißwetter, der Wirtschaft geht schwierig, Restaurants sind zu, Fitnessstudios sind zu. Es gibt wirklich genügend Grund, depressiv zu werden. Und jetzt sagen, jo, die Situation ist alles schlecht. Fakt ist aber, wir nehmen nur einen Bruchteil der Situation überhaupt wahr. Wir nehmen nur einen Bruchteil der Situation wahr. Ich nehme zum Beispiel im Moment wahr, dass es kalt ist. Ich nehme im Moment wahr, dass hier diese Blätter rumliegen oder dass wir so einen relativ trüben Tag haben. Aber das ist ja nur ein Bruchteil. Was ich damit meine, kannst du dir am besten vorstellen. Ich habe mal eine Veranstaltungsserie gemacht im Auftrag von der Deutschen Post. Und die haben eine Untersuchung gemacht, wie viele Marketing oder wie viele Werbeinformationen wir so pro Tag wahrnehmen. Überleg mal, was schätzt du, wenn du so einen normalen Tag für dich hast? Also du stehst morgens auf, isst Frühstück, gehst arbeiten, kommst wieder nach Hause. Wie viele Werbeinformationen nimmst du an so oder prasseln an so einem Tag auf dich ein? Wie viel sind das? Das, was die rausgefunden haben, die machen da sehr, sehr, sehr viel Forschung zu dem Thema. Das, was die rausgefunden haben, ist, dass das irgendwas zwischen 6.000 und 10.000 sind. Jeden Tag. Zwischen 6.000 und 10.000 Werbeinformationen. Das ist ein Haufen Zeug, oder? Aber guck mal allein, wenn du jetzt mal kurz darüber schaust, hier laufe ich gerade an was vorbei, da hast du eine Werbeinformation, da ist die nächste, da hinten ist eine, da oben ist eine, ja. Wenn du jetzt nach hinten schauen würdest, wo wir laufen gleich am nächsten Laden vorbei, dann hast du schon wieder Werbeinformationen. Wir nehmen die alle wahr. 6.000 bis 10.000, ein Haufen Zeug. So, jetzt stell dir mal die Frage, am Abend, an wie viele davon kannst du dich noch erinnern? Das sind wahrscheinlich ganz, ganz wenige, vielleicht 5, vielleicht 6. Also laut dieser Untersuchung kommen wir genau auf diese Zahl. Also so gut wie nichts. Bedeutet, das meiste, die meiste Information geht flöten. Die meiste Information geht vollkommen flöten. Wir filtern sie einfach raus. Die Frage ist nur, nach welchen Kriterien filtern wir raus? Nach welchen Kriterien filtern wir raus, ob du jetzt zum Beispiel diese Werbung da wahrgenommen hast oder nicht? Ja, ob die einfach an dir vorbeigegangen ist oder ob du das gesehen hast. Welche Kriterien sind es eigentlich? Welche Kriterien haben dich dazu geführt, dass du jetzt dieses Video überhaupt anschaust? Klar, der YouTube-Algorithmus war wahrscheinlich ein Kriterium davon. Aber warum schaust du es dir denn weiter an? Und es gibt ein paar zentrale Kriterien, die das machen, diese Filterkriterien, die wir eben einfach nur mal haben. Der erste Filter, es gibt einen bestimmten biologischen Filter. Ja? Also es gibt zum Beispiel wirklich biologische Unterschiede in dem, was wir wahrnehmen und was wir nicht wahrnehmen. Ich zum Beispiel, meine Augen sind nicht die allerbesten, deswegen brauche ich eine Brille. Wenn ich jetzt da reinschaue, ich sehe ja, dich nicht, aber ich sehe die Kamera schon nochmal und ich würde jetzt auch nicht hinfliegen, aber das ist alles nicht mehr so scharf. Klassischer biologischer Filter. Manche Menschen haben so ein Thema mit dem Hören zum Beispiel auch. Ja? Es gibt bestimmte Unterschiede in biologischen Filtern zwischen Männern und Frauen, die es einfach gibt. Das klingt ein bisschen lustig, wenn man drüber, aber es gibt diese Unterschiede. Diese biologischen Filter sind für uns aber nicht so dramatisch. Also, nee, was die Wahrnehmung betrifft, nicht so wahnsinnig dramatisch, weil viele davon sind uns noch bewusst. Was interessanter ist, wir haben zum Beispiel einen massiven Filter der Vorerfahrungen. Das, was in deinem Leben passiert ist, prägt das,
was du jetzt wahrnimmst und wie du es wahrnimmst. Wenn du zum Beispiel hier in Berlin geboren und aufgewachsen bist, dann hast du eine andere Vorerfahrung, als wenn du, weiß ich nicht, in Nordfriesland geboren und aufgewachsen bist oder in Athen geboren und aufgewachsen bist oder in Beirut geboren und aufgewachsen bist. Du hast andere Vorerfahrungen. Diese Vorerfahrungen, das ist logisch, die prägen das, was du jetzt in deinem Leben wahrnimmst. Wenn du als Junge geboren worden bist, wie ich, ja, und aufgewachsen, hast du andere Vorerfahrungen, als wenn du als Mädchen geboren worden bist und aufgewachsen. Wenn du 1950 geboren und aufgewachsen bist, hast du andere Vorerfahrungen, als wenn du 2000 geboren oder 2005 geboren wurdest und aufgewachsen bist. Und du bist in einer anderen Welt aufgewachsen und das prägt das, was du eben jetzt wahrnimmst. Das ist schon relevanter, aber es kommt noch ein Filterset obendrauf und das ist wahrscheinlich das mit den stärksten Auswirkungen. Wir sehen nur das, was wir sehen wollen. Wir nehmen nur wahr, was wir wahrnehmen wollen. Und jetzt wird es wirklich problematisch. Ich kann dir aus der Fliegerei genügend Unfälle, genügend Zwischenfälle sagen, wo Piloten ein Flugzeug in den Boden geflogen haben, ein funktionierendes Flugzeug, weil die einfach alle Informationen haben funktioniert. Drei unabhängig voneinander arbeitende Höhenmesser haben funktioniert. Die haben alles Richtige angezeigt. Es gab sogar diesen Radarhöhenmesser, der runtergezählt hat. 50, 40, hast du vielleicht schon mal gehört, wenn du ganz weit vorne sitzt. Das ist so ein Ding, der zählt, der misst die Höhe wirklich per Radar und zählt mir das runter. Hat alles funktioniert. Die haben das Richtige angezeigt, aber die waren mental auf was anderes eingestellt. Kennst du das von dir auch, dass du dir irgendwann danach sagst, hey, warum habe ich das nicht gesehen? Das war doch offensichtlich. Kennst du das? Oder kennst du das, dass du manchmal, es gibt diesen Spruch, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und genau das ist der Knackpunkt. Die Art, wie dieses Preset nämlich eingestellt ist bei dir, das beeinflusst, was du wahrnimmst und wie du es wahrnimmst. Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn dein Preset so eingestellt ist, alles ist schlecht. Ja? Die Wirtschaft geht den Bach runter. Du wirst genügend Belege dafür finden. Du brauchst nur hier nicht weit von dieser Stelle, hier ist der Kurfürstendamm in Berlin. Ah, siehst du jetzt, wie Läden zumachen. Wenn dein Preset so eingestellt ist, dann wirst du genau das sehen. Ja? Wenn dein Preset eingestellt ist, die Welt ist schlecht, geh raus, du findest genügend Belege. Wenn dein Preset so eingestellt ist, dass du nur von Deppen umgeben bist, dann werden diese Deppen liefern, versprochen. Warum? Weil du das dann siehst. Das sind diese 6 von 10.000 Informationen, die du siehst. Wenn dein Preset anders eingestellt ist, dass du sagst, hey, es ist doch irre, wie wir wirklich gemeinsam diese Situation schaffen. Es ist doch irre zum Beispiel, wie Kinder, wie produktiv und wie tapfer die mit der Situation umgehen. Ist das nicht irre? Gibt das nicht Hoffnung für die ganze Menschheit? Auch das, ich weiß nicht, ob das dein Set ist. Wenn es nicht dein Set ist, wirst du sagen, der spinnt gerade. Aber denk mal drüber nach. Diese Informationen sind genauso da. Und ich kann genauso sagen, hey, wir haben die Situation, es ist Dezember, es sind vielleicht noch 3 Monate, dann kommt Frühling. Kann ich genauso sehen. Ich kann mir genauso überlegen, ich bin bald hier aus dieser Kälte wieder raus und es ist warm. Ich kann mir in meiner Branche überlegen, was kann ich tun? Was sind diese Möglichkeiten? Die Frage ist, auf was richtest du deinen Fokus? Paul Watzlawick hat mal gesagt, wir konstruieren uns unsere Realität selber. Daher kommt der Begriff Konstruktivismus. Wir konstruieren uns unsere Realität selber. Und deine Entscheidung ist, wie du sie konstruierst. Deine Entscheidung ist, ob du dich auf das Negative konzentrierst oder ob du dich auf das Positive konzentrierst. Beides kannst du machen. Wie kommst du von A nach B? Eigentlich relativ simpel. Du kannst dir jetzt, wenn dieses Video vorbei ist, eine ganz einfache Frage stellen, nämlich für was bin ich heute dankbar? Wenn du so einen richtigen Scheißtag hast, und glaub mir, habe ich auch regelmäßig mal. So richtige Tage, wo ich, dann stelle ich mir die Frage und ich sage, dankbar heute für nichts. Ja, aber selbst da, nimm dir ein bisschen Zeit und du findest irgendwas. Sei für irgendwas dankbar. Sag das vielleicht irgendeinem Menschen. Konzentriere dich auf Dinge, die dir gelingen. Konzentriere dich auf Dinge, die jetzt gut sind in deinem Leben. Und die findest du. Und du kannst dem Ganzen noch ein Turbo geben. Du kannst nämlich Menschen, die dir nahestehen oder die dir wichtig sind, dein Partner, deine Partnerin, vielleicht ein Kollege und deine Kollegin, einfach mal sagen, was du an denen gut findest. Wenn du das lange genug nicht getan hast, werden die vielleicht erstmal ein bisschen blöd gucken. Aber glaub mir, das macht einen Unterschied.